Moin moin, ich werde mal hier ans Bett gehen, dass wir mal ein bisschen Licht haben. Und dann machen wir mal das Hütchen da drüben weiter. Hat mir einer einen Tipp gegeben, ich soll das Glas bis ganz aufziehen und dann die Lava oben reinkippen. Probieren wir mal, jetzt muss ich aber erstmal die Lava holen. So. Die war ja da hinten gewesen. Schauen wir mal. Ah. So. Hier wollten wir irgendwann noch was rausholen aus der Höhle. Und hier oben, oh ne, hier war O-Fackel, genau, das O-Fackelchen. Wow. Jetzt habe ich mir aber hier selber einen Weg versperrt. Na du, komm her los. Ach, Mistviech. Jetzt gib mir halt eine Wolle, wenn ich. So, geh doch. Halt das noch einmal, Wolle. So, wir wollen ja auch mal hier die Lava holen. So. Schauen wir mal. Ach, da wächst ein Bild. Schnell hier vorbei. Ach, da vorne ist es ja. Da vorne ist es ja. So. Erstmal meine ganzen Eimer hier runterzapfen. Sechs Stück haben wir ja schön ergattert. So, dann machen wir das mal genau und dann das dahin, jawohl. Armdampfer. Da. So, komm rein hier. Jawohl, gut. Bisschen wieder hier. Nicht, dass wir aus Versehen einmal die Lava hier verkippen. So, dann machen wir erst einmal das Glas ganz auf. Jo. So machen wir das jetzt mal. Gut, dann gehen wir dann zurück hier, ne? Dup, 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 dup. Nicht wie Sau. Da ist noch ein Schäfchen. Könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Ob jetzt hier wohl? Jo, einmal nur. Ist aber nicht viel mehr gegeben, du. Ist doch sparsam gewesen. Mit mir, hm? So, da schauen wir mal. Also ziehen wir das Glas erstmal. Ups. Ganz auf. Ja, überall die Höhlen hier. Und dann können wir mal gucken. Schieben wir mal die Lava von oben rein. Hm. So, da brauche ich erstmal hier ein bisschen Dirt. Wir wollen ein bisschen dürden. Tschack. So, wie viel müssen wir dann eigentlich aufmachen? Viermal, zweimal noch. Ich stelle mich jetzt mal hier drauf und hoffe, dass ich nicht reinfalle. Ja, sonst bin ich dann kaputt. Okay, ich tu lieber mal dann die andere Taste drücken. Mach mal zweimal. So, da drück, machen wir mal das jetzt hier. So. Ich weiß nicht. Muss ich trotzdem noch oft laufen? Naja. Macht ja nichts.
So. Tun wir gleich das hier mal so. Jetzt der Herr will. Also ich glaube, da muss ich aber dann doch noch mal ein Dach drauf machen. Wach, 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 wach. Wach. Fällt mir gerade so ein. Ja, also ist auch eine gute Idee, von oben reinkippen. Aber ich muss doch noch ziemlich oft hier hin und her laufen. Fällt mir da so ein. Wartet mal, da jetzt hier so eine Idee. Ich mache das vielleicht doch noch einmal höher. Weil ich hier, genau, dann hier Glas hinsetze. So machen wir das. Gehe ich erstmal hier bis hinter, mache das jetzt hier mal hier so lang. Na, nicht rückwärts, vorwärts will. Vorwärts. Immer vorwärts. Ja, es ist eine gute Idee. Muss ich aber doch noch öfter laufen. Naja. Gut. Gehen wir runter. Wie sieht es denn jetzt aus? Au. Naja, da holen wir halt nochmal Lava. Was soll der Geiz, ne? Was sind das für Geräusche hier, ey? Jetzt habe ich aber Angst, wie der... Ah, jetzt habe ich Angst. So, da gehen wir erstmal wieder dahinter. Schieben wir mal wieder Lava hin. Da muss ich natürlich jetzt die Decke dann da oben wieder wegzimmern, wie ich mir das gedacht habe. Aber das macht ja nichts. Macht ja nichts. So, Lavafluss, ich komme. Na? Ja? Okay. Na, willst du wohl? Na? Will nicht mehr, oder was jetzt hier, hä? Jetzt, hä? Einmal noch bitte. Jetzt, jawohl. Und zurück. Zurück zum Projekt. Naja, das dauert halt ein bisschen jetzt hier. Mit dem... Röschen da vorne, aber das macht ja nichts. Gebe ich jetzt nochmal die Lava rein. Und... Ruhe. Mich konzentrieren. Genau. Dann muss ich halt die Decke wieder abreißen. So. Okay. Mache ich das jetzt hier oben mal so. Zack. Zack. Stückchen vortrampel mal. Tschak. Oh jo, hat er recht eigentlich. Ist wie so wie ein Wader geflossen jetzt, glaube ich. Glaube ich zumindest. So, okay. Tschak.
Ja, stimmt. Tschak. Aber muss ich trotzdem noch öfter mal rumtrampeln, wa? Na, mindestens noch einmal. Dollarwurst. Au. Oh shit, ja, einmal noch. Aber das stimmt. Man muss nicht so oft rumtrampeln. Ach, wird schon wieder dunkel. Ja, das rutscht jetzt hier, aber sehen wir ja von beiden. Gehe ich mal schnell hin. Hol mir mal die Lava. Also ein Eimer war ich bloß noch. Rein theoretisch. Aber nur rein theoretisch, ne? Ah, oh! Ne, shit. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Also. Das haben wir jetzt aber nicht so geplant, ne? So, weiter geht's. Wo sind wir denn hier? Es ist jetzt halt dunkel, ne? Aber so geht's. Was man da alles macht für ein Lava? Durchs dunkle Trampeln. Ich habe hier meine Monster aus, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Das sieht immer schön aus, wenn man hier vorne so guckt und da hinten ist noch Sonne und hier ist dunkel schon. Könnte man denken, man rammt, man rennt gegen die Sonne. So in etwa, ne? Also ich hoffe, da langt. Na, ich nehme lieber einmal noch mit. Naja, dann nehme ich lieber noch einmal mit. So, besser ist es. Besser ist es, man nimmt mehrmals mit. Weil... Man weiß ja nie. Und wenn das mal jetzt über haben, das macht ja nichts. Das macht absolut nichts. Da können wir ja mal... Wie gesagt, mal da hinten war ja noch Wasser. Ob es die Dorn, ob es die Sauna, wie das heißt. Ob die Dorn, genau. Ob es die Tarn. Mal herzaubern. Kann ich mal einen Fernseher machen, aber ich... Ja, mal schauen, wir müssen ja nach vorne in dem ersten Haus, weil wir noch Kisten hinbauen. Ja, das was ich alles bauen will hier. Das schafft man mal gar nicht alles. Na, ja, was soll's. So, machen wir hier nochmal weg. Das Teil. Könnten wir eigentlich gleich hier mal dorthin knallen. So. Ich drücke lieber mal die eine Taste. Jo, jetzt ist es fertig. Sehr schön. Jo, genau. So lassen wir das jetzt. Du musst mal die heiße Ware hier rüber platzieren. Und du mal hier die jetzt Steinchen drauf machen. Da kann mir schon mal bar nichts mehr passieren, ne? So. Jawohl. Sehr schön. Dann machen wir hier noch Klaus hin. Ja, wunderbar, jetzt haben wir es doch, Mensch. Einwandfrei. Supi. Also das ging wirklich schneller. Muss ich recht geben. Ist eine gute Idee. So, hier machen wir jetzt noch mehr Glas, Stein her. So. Das da unten machen wir dann wieder weg. Macht ja nichts, macht ja nichts. Können wir gleich mal da lang trampeln. Auch eine gute Sache. Ja, das sieht richtig gut aus, ne? So eine Lava-Wand. Sparen wir nämlich ein bisschen Fackeln. Und es sieht eigentlich ganz au, schnuckig aus, ne? Kann man sagen. Also ich finde es ganz gut. So, ja, prima, ne? So, das knallen wir jetzt halt wieder weg hier. Jetzt ja nichts. Schöne Glas, aber okay. Wir wollten es so haben. So.
bringt wieder 7 Jahre weg, Mensch, hier. mehr sogar, mehr. Das sind ja hier viele Fensterchen, ne? So, voilà, ab ist es. Wir haben jetzt noch Glas. Ja, okay, das langt jetzt schon noch für das Ding hier. So, dann machen wir das jetzt hier mal dicht hier oben. Okay. Na, was denn jetzt? Jetzt da. Boah, das Scheiße. Jetzt mit Glas ist das Mist so schnell lang zu geistern. Weil das ja leider. Ups, das war falsches Glas. Weil das leider nein, wisst schon. Kriegt man immer wieder. So, wartet mal, ich mach mal hier eben noch mal zu ein bisschen. So, setzt schon jetzt die Tür da überhaupt rein? Wartet mal, ich mach mal eben noch schnell Türen. Holz. So, und die heiße Ware stecke ich mal da hinten rein. Das ist mir jetzt hier ein bisschen gefährlich in meiner Tasche. Weil, ne, ihr wisst, wie es ist, wenn man aus Versehen mal das anklickt, haben wir ein großes Problem schon. Hier habe ich eigentlich noch Sand. Könnte ich eigentlich noch einmal Glasharz haben. Genau, so machen wir das jetzt hier. Und die Türe wollen wir ja bauen, ne? Hier habe ich übrigens Holz. Ich mache 2 Türen. So. Jawohl. Zack, da geht auch mal zu. Könnten wir hier vielleicht? Nee. Scheiße. Ich muss eins weiter vor. Also dann hier und hier, jawohl. Jetzt sieht es auch ganz logisch aus, so. So türemäßig, ne? Nichts dahinter. So, dann machen wir das mal jetzt rüber hier. Na komm. Ach Mann. Na, wird's denn werden jetzt hier? Jetzt. So. Ruhe, da hinten. Du Huhn. Okay. Oh, jetzt habe ich wirklich einen Doppelstuhl mehr. Ach, hier habe ich noch was. Aber ich habe noch ein bisschen was im in der Hütte, ne? Das ist schmal. Was ist denn hier? Ruhe. Verdammt. Achso, wir wollen ein Fenster auch noch reinmachen. Da lassen wir doch eigentlich das jetzt mal offen hier. Warte mal. So. Machen wir jetzt hier das Fenster rein. Ein großes Fensterchen und hier drüben. Könnten wir eigentlich, ja, jetzt habe ich es mal reingezimmert, aber macht ja nichts. Zimmern wir das wieder raus hier. Machen wir hier so ein Fenster. Zack. Okay. So. Gut, sehr schön. Naja, sieht ja ganz schnuckig aus. Ne? Haben wir noch Fackeln da? Fackeln noch ein bisschen hergebaut. Dass wir hier ein bisschen sehen, was hier los ist von außen. Jo. Okay. Könnten wir eigentlich jetzt hier noch so ein
Fenster herbauen. Großes. Okay. Mache ich oben mal ein bisschen dicht. Ja. Okay. Ach Mensch, das ist eingetrampelt wie immer hier. Aber sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Okay. Also Glas brauche ich auf alle Fälle noch. Aber das tun wir ja gerade herstellen. Gut, dann machen wir hier mal noch ein Fenster hin. Oder was sind wir denn jetzt hier? Hier so. Okay. Steine einsammeln hier. Ja, der Fluchtweg noch draußen. Hier ist noch ein Steinchen. So. Schild müssen wir mal noch herzaubern. Dass wir Badehaus dran schreiben oder was weiß ich, Schwimmhalle oder. Ja, Schwimmhalle nicht, das ist ein Badehaus. Wie bei alten Römer. So ein Badehaus. So, da brauchen wir mal noch die Steine auf hier fürs Dach. Dann gucke ich mal, wie. Ach, hier habe ich ja auch noch was. Wie es aussieht. Und das nächste Mal machen wir dann das Wasser rein. Und dann werden wir uns gleich mal versuchen an so einem Bücherregal. Ja, so machen wir das. Und jo. Ein Schildchen müssen wir noch herzaubern. Jupp, das Dach ist fertig. Yippie. Na, das sieht richtig gut aus, hä? Hier machen wir noch ein Fackelchen her. Hier ein Action. Das Brettchen. Tschack. Okay, hier noch übers Türchen. Na, ich denke, das sieht ganz gut aus, ne? Wenn wir jetzt hier so das Bad hinzimmern, dann machen wir hier so wie eine Ruheecke her. Okay, gut, gehe ich erstmal wieder raus. Habe ich eigentlich irgendwie noch irgendwie das Schilder? Nee, habe ich nicht mehr. Da hinten auch nicht. Nee. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie das ging. Ach, wenn ich das wieder wüsste. Nee, wartet mal. Ach, wie ging die Scheiße jetzt wieder? Schildchen herbasteln. Ah, wartet mal, ich muss mal schauen. Moment, jetzt haben wir gleich. Ach, ich weiß. Und wie mache ich denn jetzt so eine. Ich guck mal noch schnell wegen so einen. Also das macht man so jedenfalls. So. Das muss weg. So. Und die Bilder, dann kann man schnell schauen, wenn wir beim Schauen sind. Bilder. Achso, da war ein Stix in der Mitte in der Wolle. Gut, alles klar. Okay, achso, ein Bücherregal. Wartet mal, ich schau mal schnell. Also jedenfalls brauchen wir Papier. Dreimal Papier brauchen wir. Und das Bücherregal werde dann, Moment, ah, wie ist es denn wieder hier meiner Zettelwirtschaft, Moment, na, jetzt finde ich das scheiß Bücherregal nicht, Bücherregal, ach legt's mich fett. Ach, ich hab's gut. Also drei Bücher und Holz und so ein Zeugs da halt. Okay.
Also, wartet mal, wir haben doch eigentlich hier schon mal Papier gehabt, ne? Genau, da können wir mal noch ein mehr Papier herzaubern. Das war dann so geschaut. Nee, aber dann so. Genau. So machen wir das. Zack. Und zack. Och, eine Eimer kriegen wir noch raus. Schau dir mal. Da gehst du halt rüber. So, und jetzt muss ich dann die in die Mitte botschen. Ah, jetzt habe ich Bücher. Ja. Da kann ich jetzt viel lesen. Da machen wir gleich mal noch ein paar Bücher hierher. Einmal geht noch. Okay, und jetzt muss ich dann. Gott, wie war das jetzt nochmal? Ach, ich habe es doch eben gesehen. Ach so, ich muss jetzt hier außenrum Holz legen. Hier oben und hier unten. Und hier muss ich dann das und das. Ah, voilà, ein Bücherregal. Cool, mein erstes Bücherregal hier. In diesem Let's Play. Na, ich habe schon mehrere gebaut, aber hier ist das mein erstes. Na, wisst ihr was, da machen wir gleich ein paar mehr hier. So, einmal geht noch. Da haben wir 6 Stück. Na, wunderbar, meine ich. Komm, dann machen wir gleich mal noch die, wenn wir einmal hier beim Craften sind. Die Bilder, die wollen jetzt noch einmal, also ich habe gesagt, Sticks außenrum und in der Mitte eine Wolle. Also so, und das legen wir wieder hier rein. Genau, jetzt wird es wohnlich hier dann langsam, hä? Also Sticks außenrum. Ach, warte mal, wir machen mal hier eben noch die schnell die Sticks hier mit den restlichen 7 Gelumbichter hier. Zack. Zack, 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 zack. Jawohl, das hier rein und dann hier Sticks außenrum, die Wolle in die Mitte. Dann muss ich doch mal noch irgendwann mal Bäume fällen gehen, wa? Habe jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. So, ah, voilà, ein Bildchen. Yeah. Und noch eins. Sehr schön. Da kriegen wir noch eins her. Nee, leider nicht. Naja, was soll der Geiz. Okay, also 2 Bilder haben wir ja schon mal. Da könnten wir schon mal das Badehaus ein bisschen hübscher gestalten. Aber weil wir hier einmal beim Craften sind, Moment, da machen wir gleich mal noch ein paar Inventarkisten. Sticks, ich weiß Gott nicht mehr, weil nee, eine Folie wollte ich jetzt nicht haben. Gott, wie war das jetzt nochmal so? Nee. Ach Gott, nee, so war das genau. Einmal. Zack. Zack und zack. Jawohl. Gut, naja, immerhin. Komm, dann machen wir noch ein paar Sticks hier schnell. Naja, viel sind es nicht geworden. So. Machen wir noch 2 Bilder hier. Gott, das ist heute aber auch ein Craft-Tag. Ein Craft-Tag ist das heute. So. Jawohl, sehr schön. Haben wir schon 4 Bilder. Gut. Okay, Kistchen. Die setzen wir jetzt einfach mal daher. Aber ich mache erstmal Schluss. Machen wir das nächste Mal weiter, weil die Zeit wird sonst zu lang. Na, wisst ihr, wie es ist. Gut, halt. Glas haben wir jedenfalls wieder hergezaubert. Okay, dann Leute, ne? Bis dahin, haut rein.